Na, ihr jungen Wilden. Da wird ganz wild gewunken im Chat. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Heute ist es echt sad, dass ich keine Webcam habe. Heute ist einer dieser Tage, an der ich echt traurig bin, dass ich keine Webcam habe. Wie doof ihr gucken würdet. Nicht, dass ich sehen würde. Aber es wäre trotzdem witzig. Was für eine Woche bisher. Woche war echt wild bisher, Mann. Hä, gewunken? Nee, wird nicht gewunken im Chat. Das ist hier ein winkfreier Stream. Mal guck. Die Sonne in Sinnoh ist noch da. So halb. So halb. Was gibt's zu gucken? Mari mit 20 cm weniger Haaren gibt's zu gucken. Montag war ein wilder Tag. Da haben wir einfach mal kurz meine Haare abgeschnitten. Spontan. Was man so macht montags? Passiert. Ja, vielleicht waren es auch nur 15, ich will nicht lügen, aber es war eine ganze Menge Haare. Es sah aus, als hätte man mich skalpiert hinterher. Der Haufen an Haaren. War sehr interessant. Oh nein, Dommy. Ja, da muss man Prioritäten setzen. Ich würde sie auf How to Get Away with Murder setzen, ehrlicherweise. So eine gute Serie, guckt sie alle. Ich habe noch Haare. Ich habe auch keine Glatze, alles gut. Ich habe noch Haare, aber sie sind sehr kurz jetzt. Nicht mega kurz, aber doch schon. Ich glaube, so kurz waren sie seit 10 Jahren nicht mehr. Die sind noch so ungefähr kinnlang. Die wachsen aber auch wie Unkraut. Das musste auch mal wieder sein. Der Lex hat sich einen Doppelpack gegönnt. Ja, dann viel Spaß damit. Richtig gut. Mein Diamant steht einsam im Regal und weint. Alles nur, weil Kay kein Pokémon spielen will. Wie sieht das denn hier aus? Ach ja, Bill hat sich immer noch nicht entwickelt. Ich habe auch leider eine traurige Mitteilung zu machen. Ich habe leider... Das Internet hat mir verraten. Fukano gibt es erst nach der Liga. Also, ist Dash jetzt wohl im Team? Sucks to be me, würde ich mal sagen. Also, wenn ihr das dementieren könnt, tut es gerne. Meine letzte Info ist, Fukano ist leider raus. Mega sad. Genora muss erst mal googeln. Ich habe Korra noch nicht gesehen. Warte mal. Nicht, dass jetzt hier Falschinformationen die Runde machen. Kürzer. Tatsächlich sind sie noch ein bisschen kürzer. Aber ja. Es sind nur Haare. Sie wachsen nach. Aber das war lustig. Das mit Fukano wusste ich schon. Ja, der Chat hat es ja schon so angedeutet und ich so... Ach, das meinen die bestimmt nicht so. Das machen die nicht. Das macht Ilka nicht. Komm, das passiert schon nicht. Fukano wird mit uns die Liga machen. But he won't. So ist Dash jetzt im Team. Aber an sich mag ich unser Team gerade auch. Also Bill muss sich mal dringend entwickeln. Aber sonst ist das, glaube ich, ein ganz guter Mix, den wir da haben. Fukano ist was Besonderes. Ja, besonders arschig. Sagen wir es doch, wie es ist. Gut, warte, ich wollte auf die Karte gucken. Von Ewigenau sind wir gekommen. Da haben wir unseren zweiten Orden bestritten. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was wir gemacht haben. Ich habe zwischendurch nämlich ganz heimlich in Pokémon-Streams anderer Leute geguckt. Zum Beispiel in Nuzlocke, die verloren wurden. Muss ich erstmal... gucken. Oh nein, wir müssen hoffentlich nicht durch den Kraterberg, weil ich hasse Berge in Pokémon. Und da ist Herzhofen. Na gut. Das heißt, wir begeben uns jetzt auf Tipps für Trainer. Das ist nicht, was ich wissen wollte. Route 206. Okay, läuft. Ja, irgendwie, es sind so viele Pokémon, aber man nimmt doch irgendwie immer dieselben. Wir sind furchtbare Menschen, aber das ist okay. Dann mal los, mein Pokémon. Ich werde mich auch ins Zeug legen. Auf geht's, mein Pokémon. Ich werde mich nicht weniger ins Zeug legen. Alles klar. Oh, wie lieb das ist. Auch gerade mit deinem Knie. Dann kannst du auch schön Pokémon spielen. Siehst du, Kay? Alle spielen Pokémon. Alle außer dir. Alle. Fühlst du dich schon schlecht?
Aber ich weiß, dass die Antwort nein ist, weil Endwalker bald rauskommt. Ach ja. Das Ponita ist nicht gut. Das Ponita wird meinem Bill ganz doll wehtun, wenn ich daran nichts ändere. Also ändern wir daran mal schnell was. Ja, ich meine, man kann den Vogel und Luxtra auch nicht mitnehmen. Das geht nicht. Das ist quasi ein Naturgesetz, dass man die mitnimmt. Noch nie, Dommi? Ja, guck, wenigstens einer hier, der sich noch was traut. Aber ich brauche meine Comfort-Food-Pokémon in meinem Comfort-Food-Spiel. So nämlich. Und Nom. Apropos Essen. So. Oh, eigentlich war Kotei auch nicht so viel klüger. Merke ich gerade. Da ist ja noch so ein Pachirisu. Aber das werden wir los. Das werden wir einfach ganz schnell los. Bevor das irgendwas Doofes macht. Okay, die Schlafparty ist beendet. Mama streamt. Mach mal Alarm. Die haben nämlich heute den ganzen Tag geschlafen. Die sind noch ein bisschen groggy vom Tierarzt gestern. Und Kiri und Ren schlafen jetzt immer in der Tonne. Kiri oben, Mausi ganz unten. Wie so in Stockbetten. Das ist voll süß. Pflanzenstarter, Yanmega, Magnezone, Gyarados, Frostetche und Toxicroak. Yanmega, auch so ein geiles Pokémon eigentlich. Nitro-Ladung, ja bitte. Wie war das? Galoppa entwickelt sich durch Level oder durch Feuerstein? Ich vergesse es immer. Mein ganzes Pokémon-Wissen. Einfach fort. Wieso steht das Pachirisu eigentlich noch? Wer hat das gestattet? Ich war es nicht. Jessie hatte ja ein Mega im Anime. Nice, da war ich schon raus, glaube ich. Hatte sicher mal ein richtig fähiges Pokémon gefangen. Was ist denn da los? Alex ist auch ein Plinfa-Dude. Komm an mein Herz. Wir Plinfa-Dudes müssen zusammenhalten. Warte, hast du gerade Level 40 gesagt? Ach du Scheiße. Oh nein, wir haben verloren. Oh nein, wir haben verloren. Chat, hört ihr auch ein Echo? Level 40, sagst du? Uff. Dann muss Dash mal nach vorne. Holy shit. In den Untergrundhöhlen kann man nach Fossilien graben. Die Fossilien können dann in Bergbaum... ich wollte Bergbaumhausen sagen. Auch. Die Fossilien können dann im Bergbaumuseum wieder in Pokémon zurückverwandelt werden. Eieieiei. Cellast ist der Way to go, meine Damen und Herren. Jeder braucht viel zu viel Platz. Als nächstes werden wir vielleicht den Fernsehsender in Jubelstadt besuchen. Dann viel Vergnügen. Nicht der Luftschacht, das Item. Danke. Ein Supertrank. Ja, langsam kommen wir in die Supertrankgefilde, ne? Oh nein, da ist eine Höhle. Oh nein, Chat. Ich habe gerade den Kraterberg durchquert. Trotzdem habe ich noch Lust für einen Kampf. Ich glaube, es war sehr gut, dass wir letztes Mal an dieser Stelle aufgehört haben. Wenn wir jetzt gleich durch den Kraterberg müssen. Danke, Vergangenheits-Mari. Danke. Danke, danke. Oh boy. Ich weiß nicht warum, aber der Mondberg hat mich, glaube ich, traumatisiert als Kind. Seitdem habe ich ein Problem mit Höhlen und Bergen in Pokémon. Aus Gründen. Aber ich bin ja jetzt groß, vielleicht wird es dann nicht so schlimm. Sonst müsst ihr mein Bergführer sein, Chat. Kriegen wir hin, oder? Eine Stunde für Magnetilo. Uff. Aber hey, jetzt hast du einen. Manchmal
dauert es einfach länger. Ja, Mädchen braucht immer Plimper. So sehe ich das aber auch. Für den Boy, die Schildkröte, lasse ich mir gefallen. Ich finde dieses Pokémon so gruselig. Kannst sagen, was du willst, aber dieses Gesicht kann nur eine Mutter lieben. Und ein Wanderer, anscheinend. Muss aber mal gucken, wenn wir jetzt tatsächlich in einen Berg gehen, sollte ich vielleicht vorher meine Itemvorräte überprüfen. Lisa! Hey! Na? Es ist so weird, dass schon Mittwoch ist. Irgendwie ist bei mir erst Montag. Das schien dich nicht sonderlich anzustrengen. Boah, naja. Mein Grusel-Pokémon ist Lunastein? Um Gottes Willen. Ich ruhe mich besser ein wenig in Erzelingen aus, bevor ich wieder zum Kraterberg aufbreche. Ja, das ist eventuell nicht die blödeste Idee. Ich meine, wir waren kurz im Pokémon-Center. Ich habe halt auch nur 18 Tränke und 3 Supertränke dabei. War der Kraterberg nicht auch so endlos lang? Ich glaube, ich gehe mal noch einkaufen. Bevor wir es nachher bereuen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wie gesagt, ich habe ein Bergtrauma in Pokémon. Ach, Kiri. Lass doch den Dicky schlafen. Jetzt hat er den ganzen Tag gepennt, jetzt ist er wach und macht nur Blödsinn. Man kennt's. Der kleine Schlingel. So, wo ist denn der Markt? Nein. Der hat mich reingeschubst. Habt ihr das gesehen? Wie er mich einfach ins Haus geschubst hat? Frech. Same Lex, same. Ich war ja so, ne, Remax doof, sind nur doof. Ne. Und jetzt sitze ich hier so und hab die Zeit meines Lebens einfach. Und ich bin sehr, sehr happy drüber, muss ich sagen. So, wir müssen ja auch ein bisschen Geld aufheben für Klamotten und so. Aber ein bisschen was brauchen wir schon. So. Ja, kommst du mal rum? Machst du ihn wieder müde. Mr. Kerngesund. Gott sei Dank, möchte ich hinzufügen. Also um Kiri müsst ihr euch erstmal keine Sorgen machen. So. Dann mal rein da in den Berg. Ich will nicht, aber ich muss ja. Les! Ach nee, Chibi, richtig hässlich. In den Trailern war das Spiel aber auch hässlicher. Das ist aber, also... Das war auch hässlicher. Ich weiß gar nicht, ob mich mein Fahrrad hier wirklich weiterbringt. Ich habe das Gefühl, ich ecke dadurch nur noch mehr an. Oh, was bist du denn? Ein Klingklim. Oh Gott, wie süß. Wie süß ist das denn? Können wir das fangen? Vielleicht? Könnte klappen. Ich sehe schon. Les ist schon bei den Wettbewerben. Da müssten wir heute ja auch eigentlich hinkommen. Die sollen ja angeblich in Herzhofen sein. Hab ich Leuten gehört. Haha. In einem Ü-Ei. Es gab Pokémon in Ü-Ei. Ich habe in letzter Zeit so Lust auf Ü-Eier. Was habe ich mir in Edeka nicht gekauft? Ü-Eier. So ein Anfänger. Da gehe ich schon mal das erste Mal seit 2 Jahren in ein Geschäft. Kauf keine. Schande über mich. Huch. Hey, so war das aber nicht abgesprochen. Entschuldigen Sie mal. Ü-Eier sind einfach die beste Schokolade ever. Sp-
Spielzeug kannst du leider mittlerweile echt in die Tonne treten. Das war früher viel, viel, viel besser. Da gab es ja richtige Mafia mit den Figuren und so. War ich auch mal involviert als Kind. Aber mittlerweile ist das ja leider nur noch Plastikmüll. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, sonst würde ich auch aktiver Ü-Eier sammeln. No. Es bewegt sich hopsend fort und stößt Rufe aus, indem es die Kugel in seinem Rachen zum Schwingen bringt. Eieiei. Was für ein wildes Pokémon. Du kommst in die Box. Kiri, was isst du da? Man weiß es nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Ich mag die Schoki nicht, Spielzeug auch nicht, aber die Folie ist hübsch. Okay. Das würde Kiri auch sagen. Okay. Ich wollte gerade selber absteigen, aber es wurde mir abgenommen. Weißt du, wie unsere Welt entstanden ist? Einer Theorie zufolge soll der Kraterberg der erste Ort sein, der sich in der Sinnoh-Region geformt hat. Macht euch Notizen für Legends? Damals war die Welt noch jung. Es gab keine Konflikte, keinen Streit. Das halte ich für ein Gerücht. Pokémon-Kämpfe und Konflikte sind etwas völlig Unterschiedliches. Wenn du ein richtiger Pokémon-Trainer sein willst, solltest du das niemals vergessen. Allerdings ist der menschliche Geist schwach und daher bezweifle ich, dass du den Unterschied verstehst. Kannst du vielleicht dich erstmal vorstellen wie so ein höflicher Mensch, bevor du hier hochphilosophisch mir ein Ohr ablaberst? Ich frag nur mal. Entschuldige mich. Okay, bye. Komischer Typ. Ja, das Papier damals, das am Stück war, war viel besser als die zwei Hälften jetzt. Ich mag die zwei Hälften nicht. Ich weiß, das klingt komisch, aber ich mag die zwei Hälften nicht. Ist aber schon voll lange so, ne? Wir sind alt. Oh Mann, ich bin in der Treppe hängen geblieben. Frech. Okay, aber das war ein ziemlich komischer Dude. Ich glaube, der sollte vielleicht weniger an Gras-Pokémon riechen. Er stellt sich nicht mal vor, labert irgendwelche... Hey! Irgendwelchen Quatsch? Dann wird mein Ponita ermordet? Und dann sowas. Ja, gut, dass wir keine Nuzlocke spielen. Sonst wäre Dash jetzt Geschichte. Aber ich habe keinen Beleber. Jetzt können wir gerade nochmal zurücklaufen. Ob Wikipedia sowas weiß? Wieso darfst du nicht einkaufen? Was ist passiert? Der immer munter wird und mischief, sobald ich anfange zu streamen. Was machst du da? Kiri, wir gehen jetzt nicht aufs Regal. Gib mir mein Fahrrad. Njong. Ich versuche da noch mein Ponita wieder zu beleben. Bitte. Bitte. Verzweiflung, sie ist echt. Aber wir nehmen keinen Schutz. So verzweifelt bin ich dann doch noch nicht. Mein Dash hat jetzt natürlich auch ein bisschen gelitten, weil es nur Level 16 ist. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen hochpäppeln. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mich das Level 15 Macholo einfach umrotzt. So richtig dreist. Ja, keine Ahnung, dass das so stark ist. Der ist schließlich nur ein halbstarkes Pokémon. Die richtigen Muckis kriegt das ja erst noch. War schon ein bisschen ungehobelt. Nein. Auf ein neues. Kann ich überhaupt schon Beleber kaufen? Ich glaube nicht, ne?
Hab ich sie einfach nur übersehen? Weil uns wurde ja schon von Belebern berichtet. Aber ich glaube... Nö. Ich darf noch keinen haben. Das spoilern die Ingame-NPCs einfach nur rum. Ey, das mit Fukano ist richtig räudig, Mann. Ich meine, ich mag Punita auch, aber was soll das denn? Warum wird Fukano denn so gemobbt? Ich habe mich so drauf gefreut, dieses Spiel mit Fukano zu erleben und jetzt Ilka so... Nö. 2011 war die letzte Folie aus einem Papier. Okay. Also 10 Jahre. 10 Jahre ist das her. Wow. Das ist lang. Doch das Gefühl, ohne Surfer brauchen wir im Kraterberg nicht viel wollen. Ein Pi! Das ist klein und süß, aber es wird mir wehtun. Pass auf. Das sieht jetzt so niedlich aus. Aber... Die so niedlich aussehen, sind die schlimmsten. Okay. Das war nicht so effektiv, das ist gut. Mehr Pokémon. Für den Professor. Oh nein. Ich hatte so gehofft, du würdest nicht Quarantäne sagen. Dann drücke ich ganz, ganz doll die Daumen. Dass alles gut geht. Mensch. Mach doch nicht sowas. Ich verbiete das. Och, Lisa. Cute but deadly, ja leider schon irgendwie, ne? Aber vielleicht kann ich es beschworen. Aber mich macht dieser Filmgrain ein bisschen wahnsinnig hier in der Höhle. Ich glaube, wir können das im Stream gar nicht sehen, aber da ihr es ja alle selber spielt. Da ist doch Grain drauf, oder? Ich bild mir das doch nicht ein, dass das so leicht flimmert. Bitte, Bill. Uff. So. Das hat schon mal geholfen. Vielleicht kann es dann auch nicht ausbrechen. Ich finde das super frech, dass wir keine Superbälle haben. Mann. Ja, ich hoffe, dass du negativ bleibst. Also, getestet. Vom Gemüt her bitte positiv bleiben. Aber der Test darf gern negativ bleiben. Corona muss man echt nicht gehabt haben. Also toi, toi, toi. Aber siehst du, bisschen Urlaub, doch auch schön, wenn die Umstände nicht so kacke wären. Ah, das wird ein langer Winter, Kinder. Es wird ein langer Winter. Aber zum Glück haben wir ja noch ganz viele Spiele. Und Streams. Und alles. Es wird gut. Wir kriegen das hin. Wir werden 2022 erleben und rocken. Hey, Chewy! Dieses Pokémon, dessen Silhouette einem Stern am Nachthimmel gleicht, soll auf einem Meteor hergereist sein. Hey, jetzt muss ich's sagen. Sieht ein bisschen wie Meteno aus. Also, Meteno sieht ein bisschen wie Pi aus. Oh, jetzt auch noch Umzug dazu. Ja, schwierig. Schwierig. Ich werde auch, nachdem ich jetzt beim Arzt war, morgen absolut alle Kontakte meiden bis zum Umzug, damit auch ja nicht irgendwie irgendwas. Kannst du aber drauf wetten. Das Gute ist, zum Arzt darfst du hier eh nur mit FFP2. Da sollte dann nicht viel passieren. Aber ja, weißt es halt nie, ne? Ah, noch einer, der krank ist. Was ist denn da los? Ich habe das doch verboten. Das verstehe ich, Lisa. Ich hoffe, du kannst dich ein bisschen ablenken. Sich jetzt verrückt machen, bringt leider auch nichts.
Aber ich verstehe es, dass man sich mega unwohl fühlt, wenn der Einschlag quasi direkt nebenan ist. Männerschnupfen. Es ist tatsächlich erwiesen, dass es die Männergrippe gibt, quasi. Also es gibt tatsächlich so Erkältungsviren, die bei Männern aggressiver wirken als bei Frauen. Ich hoffe, das tröstet euch. Männergrippe ist so semi-real. Wir können auch Pokémon Ditchen und Mario Party spielen, wenn das hilft. Hätte ich auch Bock drauf. Na, das glaube ich nicht. Aber... nun, man weiß es ja nicht. Schmerzempfinden ist ja generell sehr subjektiv. Schafft Dash das alleine? Das wäre eigentlich mal ganz gut. Guck mal, richtig gut. Garantissimo! Hey! Au. Ja, da war so ein komischer Typ vorhin. Er hat sich nicht vorgestellt. Hat mir einfach nur irgendeinen philosophischen Kram erzählt und war dann schon wieder weg. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Der hatte ganz tiefe Augenringe. Also ich glaube, der muss dringend mal wieder schlafen auch. Aber yay, der Zelda Game & Watch. Wie ist er so? Ich habe noch nie ein Game & Watch in der Hand gehabt. Ich muss mich jetzt mal outen. Ich habe noch nie ein Game & Watch in der Hand gehabt. Auch keinen Alpen. Oh Gott, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich glaube, das dicke Kraterbergende kommt erst noch. Aber erstmal sind wir drumherum gekommen. Ho, 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 du bist doch nur ein Kind. Wie willst du einen erwachsenen Mann wie mich besiegen? Mit einem Elektroschocker zum Beispiel? Weg ist der große, dicke Mann. Das ist gar kein Problem. Ja, vielleicht gucke ich in letzter Zeit so viele Serien. Es tut mir leid. Könnte passiert sein. Guckt alle Alice in Borderland, denn es ist sehr gut. Pinguin-Mann. Ja, dass sie jetzt quasi so eine Collectors-Item-Reihe draus machen, finde ich auch ganz cool. Muss ich schon sagen, ich habe drüber nachgedacht, mir den zu holen. Aber dann sagte der Umzug so, mach's nicht. Und ich so, okay. Ich sammle ja auch schon genug Kram. Der nächste Wanderer? Du meinst der nach Winfried? Ey, Alice in Borderland ist so gut. Ich freue mich so auf die zweite Staffel, aber die kommt leider erst nächstes Jahr. Aber ich bin ein bisschen begeistert, weil es basiert ja auf einem Manga und Realserien auf einem Manga sind meistens nicht so gut. Aber Alice in Borderland war halt richtig gut. Also so richtig, richtig gut. Noch ein Stein, ja dann. Immer her die Steine. Mama, der bewirft mich mit Steinen. War so ein dicker Mann, der hat mich mit Steinen beworfen. Dramatisch. Dramatische Szenen hier am Kraterberg. Ich bin ein Erwachsener und wurde von einem Kind besiegt. Und das ganz ohne Elektroschocker. Tun sie? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe aber auch schon ewig keinen Ghibli-Film mehr gesehen. Zu meiner Verteidigung. Ich hole jetzt erstmal Pixar nach und Deadpool und dann können wir über Ghibli-Filme sprechen. Das war beeindruckend. Es macht bei Pokémon-Kämpfen wohl keinen Unterschied, ob man alt oder jung ist. Doch, ich glaube, wenn man jung ist, kann man sich mehr von dem ganzen Quatsch merken. Als ob sich irgendjemand die Typen von 900 Pokémon merken kann. Habe ich noch ein Gegengift? Zwei. So. Damit wir den Bums auch mal verwenden und nicht nur kaufen.
Und die Tom Holland Spider-Mans. Ja, stimmt, die muss ich auch noch nachholen. Dieser Karatekämpfer hier wird dich jetzt pulverisieren. Okay. Aya and the Witch. Okay. Muss ich mir mal angucken. Ich kann es mir gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber andererseits ist Animation ja generell schon länger digital. Also mal gucken, wie es so ist. Ich habe aber auch die letzten Ghibli-Filme nicht gesehen. Also hier, oh nein, warte, ich habe einen Fehler begangen. Dash Don't. Alter, was haben diese Macholos gegen meine Ponita? Was ist denn das? Was soll denn das? Hier, Ponyo und so. Habe ich auch noch nicht gesehen. So viele Filme, die ich noch gucken muss. So, aber jetzt rächen wir erstmal Dash. Ich habe das Gefühl, alle Macholos dieser Welt führen eine Vendetta gegen meinen Ponita. Und ich weiß nicht mal wieso. Das muss ein ganz schlimmer Finger gewesen sein, also Huf. Als es noch draußen in der Wildnis gelebt hat. Es hat bestimmt jeden Tag Macholos zusammengeschlagen. Mir fehlt es immer noch an Kraft. Der sieht aber voll gut aus, der Judo-Anzug oder Karate oder was auch immer. Einfach ein Schwarzgurt, ne? Ich muss noch viel härter trainieren. Das gilt auch für mein Pokémon. So, und jetzt ist Dash tot und kriegt keine XP mehr. Ich sollte es vielleicht einfach hinten XP sammeln lassen. Ich glaube, es bringt ja auch gar nicht so viel, wenn das Pokémon im Kampf ist. Also schon ein bisschen mehr, aber ich glaube nicht so richtig. Wenn ich gewinne, teilst du dann dein Essen mit mir? Du hast einen dicken Rucksack auf, da wird ja wohl was zu essen gewesen sein. Drin gewesen sein. Der ist von 2008? Oh. Ja. Nun. Ich kann nichts zu meiner Verteidigung vorbringen. Aber in letzter Zeit war ich eher so auf Makoto Shinkai-Filme, muss ich gestehen. Naja, wenn der halt Hunger hat? Vielleicht ist er auch ein 13-Jähriger mit starkem Bartwuchs, das weißt du doch gar nicht. Das kann doch sein. Das kann doch sein. Nur weil der so ein Vollbart hat? Muss ja nichts heißen. Vielleicht ist der eigentlich erst 12 und sehr hungrig. Spätestens wenn er den Bart abnimmt, sieht er aus wie 12. Pass auf. Das Bubi-Bartlos-Syndrom. Okay, Lisa, ich guck gleich. Ich muss nur noch kurz einen 12-Jährigen zusammenschlagen. Naja, nie gelöscht wird wahrscheinlich nicht passieren. Alles verlässt irgendwann Netflix, musste ich vor kurzem feststellen. Aber, ja. Ich bin sprachlos, aber mein Magen knurrt weiter. Der Arme, der verhungert einfach. Ich habe auch schon wieder Hunger. Ich habe heute zweimal quasi zu Abend gegessen und habe immer noch Hunger. Jetzt habe ich noch mehr Hunger bekommen. Vielleicht esse ich ein paar Beeren. Moment mal, ich bin doch kein Pokémon. Ja, hot damn, Junge. Musst du wohl verhungern. Jetzt werdet... Nein, das heißt Bart abnehmen. Wenn man den ganz abrasiert, heißt das so. Ich habe das nicht erfunden. Das heißt so. Aber vielleicht ist das auch ein angeklebter Bart. Ein 12-Jähriger mit angeklebtem Weihnachtsmannbart in Schwarz. Also, soweit ich weiß, ihr seid die Bartträger. Ich habe immer noch keinen. Aber ich meine, dass das so heißen würde, Bart abnehmen. Ach ja. Eieiei. Oh nein, Baut ist umgefallen. Warte, ich muss Baut wieder hinstellen.
Discord sagt mir gar nicht, dass du das geschrieben hast. Discord lügt immer rum. Also die Frage würde sich ja eh stellen, ob Les überhaupt mit uns Mario Party spielen darf, weil mit mir darf Les Mario Party nicht spielen. Und ob er überhaupt Lust hat. Also ich meine, ich mache auch gemütlich Pokémon-Abend mit euch, ne? Aber... alle kein Bart. Frech. Das ist echt frech von euch. Was mache ich jetzt mit dem Elend hier? Wir haben japanische Bärte. Also die Herren in Alice hatten richtig krasse Bärte teilweise. Huch. Ach, das ist doch hohes Gras. Nani? Hier, der Hatter zum Beispiel. Der hat aber einen Bart, der sich sehen lassen kann. Wobei ich sagen muss, Japaner mit Vollbart finde ich irgendwie befremdlich. Weil sieht man nicht so oft. Das geht schon, aber man sieht es einfach nicht so oft. Auch einfach schlicht und ergreifend deshalb, weil Salaryman mit Bart ist ja nicht erlaubt. Und schon gar nicht mit Vollbart, also so einem Wandererbart. Ich meine, was man öfter mal sieht, sind so Ziegenbärtchen oder sowas. Aber als so ein richtiger, richtiger Rauschevollbart. Selten. Oder so Johnny Depp-Style-Bärte. Das geht noch. Aber ich glaube, der Wanderer war angeklebt. Mein armes Dash, das könnte die XP so gut gebrauchen. Und hier, Villa des Bärenmeisters. Heilst du auch meine Pokémon? Aber bestimmt ist da rechts gleich Herzrufen. Hallo. Alle nennen mich den Bärenmeister. Ich verschenke täglich Beeren, weil ich möchte, dass die Menschen sie zu schätzen wissen. Du hast dir auch eine Beere verdient. Oh, eine Himbeere. Dankeschön. Beeren sind ein Geschenk der Natur. Tu deinen Pokémon etwas Gutes, indem du sie mit Beeren fütterst, bis sie platzen. Je mehr Leute sehen, wie glücklich Pokémon dadurch werden, umso mehr werden sie auch selbst Beeren anpflanzen. So wird ganz Sinnoh mit der Zeit in einem strahlenden Grün erblühen. Aber die Beeren sind doch bunt. Vergisst du auch so leicht, wo du deine Beeren gepflanzt hast? Ne, ich weiß schon, wo die sind. Ich komme noch nicht dran. Ja, das dachte ich mir. Das Problem kenne ich. Auf deiner Karte kannst du nachsehen, wo reife Beeren darauf warten, gepflückt zu werden. Auf jeden Fall eine Quality of Life Verbesserung. Wie wäre es mit einigen Beeren? Alle Sorten sind aus frischem Anbau. Ach, die verkauft die auch noch, ja? Brauche ich aber nicht. Ich züchte mir meine Beeren schon selber. Wobei ich sagen muss, ich wollte heute eh nicht so lange machen. Ich muss eigentlich mal früh schlafen gehen. Ich bin die letzten Tage erst um 5 ins Bett gekommen. Das ist nur schlecht, wenn du da eigentlich schon wieder aufstehen solltest. Schwierig. Das heißt, ich habe die Hoffnung, heute noch irgendwann müde zu werden und vielleicht einfach mal so ganz feist um 10 schlafen zu gehen. Das wäre richtig gut. Ausgeschlafen zu Arztterminen erscheinen ist irgendwie immer angenehmer. Ist mir aber meistens nicht vergönnt. Nein, ich muss nicht um 5 aufstehen, aber... wenn ich erst um 5 schlafe, lohnt sich's nicht mehr. Dann lohnt sich's leider auch nicht mehr. Schlaf kam irgendwie die letzte Zeit ein bisschen kurz. Aber ich kann ja dann im Haus schlafen. Dann trampelt mich idealerweise auch kein Rumpel mehr wach.
Ey, ist es so schlimm? Ich habe so hart versucht, dass es nicht wieder passiert, aber dann ist es doch passiert. Ich meine, ich gehe spät ins Bett, ich habe einen verschobenen Biorhythmus. Also so zwischen 2 und 3 schlafen gehen ist schon absolut okay. Aber wenn es 5 Uhr wird, bedeutet das meistens nichts Gutes. Kann sie nicht stoppen. Sie kiest wieder bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich habe noch nicht so ganz durchschaut, woran es jetzt liegt, wie lange man gießt. Liegt das an der Beere? Hat sie bei manchen Bären einfach mehr Bock als bei anderen? Hat sie ein manisches Gießproblem? Ich weiß es nicht so genau. Also ich drücke hier fleißig A und manchmal passiert was und manchmal nicht. Um 4 ins Bett, ab 8 Unterricht, man kennt. Leider zu gut, ja. Aber eigentlich bin ich raus aus dem Alter. Nein! 2 Trainer im Kampf. Lass uns diese wundervolle Szene in einem Gemälde festhalten. Aber Dash, ich wäre doch wiedergekommen. Ich wollte nur schnell. Ich wollte doch nur. Wilhelm Baron. Oh Gott, und dann hat er noch ein Panty-Mimi dabei. Kampf der Baby-Pokémon. Los geht's. Aber wisst ihr, in eurem Alter kann man das noch machen. Ich komme jetzt in das Alter, wo sich das rächt, wenn man sowas macht. Es ist leider wahr, was alle immer gesagt haben. Irgendwann hört das auf, gut zu gehen. Das ist echt gemein, weil das ist früher, als man denkt. Ich finde, das sollte erst mit 50 nicht mehr okay sein. Auch das habe ich versucht, aber sidesteppen wollte sie nicht. Vielleicht kann die Enton-Kanne einfach nicht. Oder mein Stick wollte wieder nicht. Kann auch sein. Am 1. Dezember kommt ja der Hades-Controller raus. Ich hoffe, der ist nach dem Umzug auch noch für mich da. Vielleicht darf er dann doch nicht in der Vitrine wohnen. Bei dir ging es auch nicht? Okay, das tröstet mich. Bären gießen ist jetzt hier so ein richtiges Happening. Früher war das so eine Mini-Nebengeschichte und jetzt ist es ein richtiges Happening. So. Hey! Oh oh. Nicht gut. Was machen wir denn da mal? Den Pinguin rausholen. Jetzt fahren wir die schweren Geschütze auf. So. Habe ich mich vergiftet? Nein, sehr gut. Mogelbaum war doch der Baum, der eigentlich Gestein war, richtig? Also, wird das Baby davon doch wohl auch ein Stein sein? Das fand ich immer weird, dass Mogelbaum Steine. Das hat bestimmt einen interessanten Lore-Hintergrund, ich kenne ihn aber leider nicht. Prachtvoll! Ich glühe vor lauter Inspiration! Na dann pass auf, dass du nicht verbrennst. Das könnte sonst unangenehm werden. Dieser Kampf wird sicher ein gewaltiges Meisterwerk von einem Gemälde. Ich nenne es, deine Pokémon sind unbesiegbar. Okay. Ja, generell Regionalform hätte ich cool gefunden. Aber man wollte wohl nicht. So, ist hier Herzhofen?
Ich möchte erstmal kurz ins Pokémon Center. Oh nein, bitte nicht. Okay, das ist nicht Log. Sehr gut. Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Haspirohr wer weiß wohin gelaufen. So, Haspirohr, zurück in den Pokéball mit dir. Mein Name ist Julia. Ich bin Jurorin bei der Superwettbewerbsshow. Such mich doch mal in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Okay. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt ja noch DLC. Das können wir ja nicht wissen. So, wo ist denn wohl das Pokémon Center? Du bist es nicht. Ja. Jetzt beleben wir erstmal Dash wieder. Les mag die Fahrradklamotten? Ich leider nicht. Ich meine, wer würde sich denn auch zum Fahrradfahren extra umziehen? Den Helm, okay, aber das ist doch viel zu aufwendig. Hallo, hast du eine Knurrsbox? Falls nicht, musst du unbedingt den Pokémon-Fanclub besuchen. Das machen wir auch. Ich würde sagen, wir reden jetzt noch mit den Leuten im Pokémon-Center, dann battlen wir die anderen Trainer und dann gucken wir uns Herzrücken an. Wie es scheint, ist die Arenaleiterin Lamina momentan nicht da. Sie hat bestimmt von meiner starken Wenigkeit gehört und ist geflüchtet. Bestimmt, ja. So, Dash wieder am Leben. Dash muss erstmal jetzt XP kriegen. Hast du schon den Globus in der globalen Wundertauschstation in Jubelstadt gesehen? Kann ihn dir nicht wirklich erklären, aber er ist einfach fantastisch. Habe ich nicht. Sollten wir vielleicht mal. Ja gut, die Sakura. Aber die hat eigentlich nur Protektoren an. Sonst hat sie da ihre Uniform halt an, ihre Schuluniform. Oh, apropos, die könnten mal vom Clearcard-Hen eine zweite Season machen. Aber Clamp zeichnet auch einfach viel zu langsam. Sag kein Wort. Nimm einfach das hier. Ach, du bist gar kein Trainer. Ja, dann. Gehe zu Route 209. Begib dich in die Untergrundhöhlen. Lausche der Steinsäule. Rede mit den Menschen im Untergrund. Ich weiß nicht mal, wo Route 209 ist. Hier. Rechts von Herzhofen. Ist das irgendein Event? Ich meine, Spiritkern lässt ja auf irgendein Geister-Pokémon schließen. Ist das Time-Exclusive? Weil wenn, dann sollten wir das gleich machen. Das dürft ihr mir gerne verraten. Wenn nicht, auch okay. Wie, du möchtest kämpfen? Ich wollte bei der Superwettbewerbsshow mitmachen, aber wenn der Kampf nicht lange dauert... Da sagt sie nicht nein zu einem schnellen Kämpfchen. Dürfte kein Time-Exclusive sein. Okay, ja, weil wenn das wieder so eine... Das geht nur freitags wie Driftlohn-Geschichte ist und es geht nur mittwochs, dann würde ich das gerne wissen. Weil sonst müssten wir ja bis nächsten Mittwoch warten. Das wäre ja irgendwie unnötig. Wenn wir es auch heute machen könnten. Uff. Okay, das war nicht so effektiv. Au. Hier kann Dash aber vielleicht mal zeigen, was sie drauf hat. Auch auf die Gefahr hin, dass es sie wieder dahin raffen wird. Batribi finde ich aber auch ein bisschen... Es ist schon süß, aber dieses Lächeln ist auch ein bisschen Psycho. Weiß nicht, wie ihr das findet. Aber also, vor allen Dingen gerade so mit den dreien nebeneinander. Synchron blinzeln und synchron grinsen. Ist schon ein bisschen spooky. Ein Roselia, dann kannst du drin bleiben. Das brennen wir weg.
Ich bin eine nette Bienenbarbe, du findest mich süß. Genauso. Halt, legit genauso. Oh, hallo. Ich hab verloren. Mann, Dash könnte schon so viel weiter sein, wenn es nicht gestorben wäre. Ärgerlich. Du und deine Pokémon, ihr habt so viel Energie. Ihr könntet bei der Superwettbewerbsshow gut abschneiden. Ja, ich gehe ja hin. Jetzt macht mir doch keinen Stress. Bin doch unterwegs. Nach Vertania City. So, wer bist du? Wenn jemand die Stadt Herzhofen erwähnt, denke ich sofort. Superwettbewerbsshow. Ja, ich hab's doch verstanden. Ich werde mit meinem Lieblings-Pokémon daran teilnehmen. Lass mich raten, es ist ein Pipi. Herzhofen ist ein Ort wie aus dem Bilderbuch. Kein Wunder, dass es Jahr für Jahr zur schönsten Stadt Sinnohs gewählt wird. Jeder will hier leben. Ja, das ist wahrscheinlich auch echt teuer, hier zu wohnen. Sinnoh ist quasi, Herzhofen ist das Düsseldorf Sinnohs. Gefühlt. Ich bin weit gereist, um an der Super-Wettbewerbsshow teilnehmen zu können. Ich habe meinen Pokémon jede Menge Knospe gegeben. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir die Wettbewerbsshow gewinnen werden. Okay, Entschuldigung, darf ich mal durch? Die Super-Wettbewerbsshow klingt interessant, aber die Ruinen von Trostu auch. Ach ja, wie Pokémon mit den Ruinen immer so getan hat, als würden sie da voll die krassen Sachen machen. Und meistens sind dann voll keine krassen Sachen passiert. Ich bin immer noch sad über die Incognito-Ruinen und was sie hätten sein können. So, sie waren schon cool, aber sie hätten noch so viel cooler sein können. 1, 2, Step. 1, 2, Flip. Und Drehung. Okay, die sind hier alle echt im Wettbewerbsfieber. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Dann hast du die Qual der Wahl. Stellst du dich der Arena oder der Superwettbewerbsshow? Naja, da die Arenaleiterin ja gerade nicht da ist. Herzhofen. Hier wird einem warm ums Herz. Ah, ich glaube, da, wo die Dame in Pink davor steht, ist die Arena. Die Wettbewerbsarena. Ey, es war halt so cool. Okay, die lassen mich nicht durch, wie es aussieht. Also werden wir wohl nicht rausfinden, was auf Route 209 mit dem Spirit-Kern passiert. Hallo, du da. Wärst du an einem Pokémon-Ei interessiert? Wieso hast du es geklaut? Es wurde im Pokémon-Hort in Trostu gefunden. Möchtest du es haben? Ja. Augenblick, du hast ja gar nicht genug Platz für das Ei. Doch, ich kann doch von überall auf meine Boxen zugreifen. Gib's mir doch einfach. Oder geht das etwa nicht? Doch, guck. Ja, dann parken wir Tor mal eben kurz. In der schönsten Box. Hier hast du es gut und warm und schön. Und dann gucken wir mal. Her das Ei. Schenkt er uns einfach mal ein Ei. Vielleicht ist da ein Evoli drin. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was drin ist. Wenn du mit einem Ei im Team reist und es neben einem topfitten Pokémon platzierst, schlüpft irgendwann ein Pokémon daraus. Das soll zumindest ein gewisser Professor Lind aus Johto behauptet haben. Vielleicht ist es auch ein Togepi. Im Ernst? Im Pokémon-Hort in Trostu wurde ein Ei gefunden? Ja, skandalös, hm? Da hatten zwei Pokémon Sex. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Skandalös. In der Johto-Region wurden angeblich auch Eier gefunden. Ah, da wurden die sogar erfunden. Glaubst du gar nicht, wa? Ich komme aus der Hoenn-Region und bin hier nur zu Besuch. Auf der Suche nach der Wettbewerbshalle hatte ich mich dummerweise verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. So viel Hilfsbereitschaft gegenüber einem Fremden, das hat mich wirklich beeindruckt. Auch ich bin gerne hilfsbereit. Darf ich dir daher zeigen, wo sich die Wettbewerbshalle befindet? Okay. Gut, bitte folge mir. Ei auf die Box? Nein, das wird jetzt schön ausgebrütet.
Und dann kommt, was auch immer da raus schlüpfte, in die Box. Okay, meine Vermutung war also richtig. Das wollte ich ja nur wissen. Dies ist die Wettbewerbshalle. Bitte tritt ein. Ich trete erstmal aus. Bye, bye. So, eigentlich müsste ich jetzt eine Pipi-Pause machen. Nach dem Gag, aber nein. Ist hier der Pokémon-Fanclub? Sehr gut, dann holen wir uns erstmal Knospe. Alles zu seiner Zeit. Oh Gott, das sieht noch so aus, wie ich es in Erinnerung habe. Willkommen im Pokémon-Fanclub. Oh, dein Bill. Es gewöhnt sich langsam an dich. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber wie jetzt alle denken, ich habe es Bill genannt wegen dem Pokémon-Bill und gar nicht. Wegen Bill Knospi. Schade. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Nun. Hallo, hallo, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sage mal, belohnen willst, was tust du dann? Nun, also was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knosp. Warum, fragst du? Weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Ja, solange es nur Knospe sind, die du ihnen gibst und nicht andere Dinge. Ein Beispiel. Sagen wir mal, ich gebe meinem Pokémon einen süßen Knospe zu futtern. Dadurch gewinnt es deutlich an Anmut. Anderes Beispiel. Sagen wir mal, ich lasse es einen scharfen Knospe verputzen. Dann kann sich mein Pokémon auf eine geballte Ladung Coolness gefasst machen. Wie du siehst, sind Knospe sehr wichtig und gesund für alle Pokémon. Nun, ich würde sagen, für deine Geduld hast du dir diese Knospbox redlich verdient. Viel Vergnügen damit, das wünsche ich dir. Danke, I guess. Fülle sie fleißig mit vielen Knospen, die du dann großzügig an deine Pokémon verteilst. Pokémon-Fanclubs gibt es auf der ganzen Welt, aber wir sind die Nummer 1, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. Und warum sind wir die Nummer 1? Weil ich mehr prahle als alle anderen zusammen. Aber mittlerweile muss ich mich zurückhalten. Es gab schon, sagen wir mal, die ein oder andere Beschwerde über meine Prahlerei. Ja, nun. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, wo ist denn diese Knospenbox? Die registrieren wir erstmal hier. Und dann schauen wir mal rein. Die ist leer. Kann also in der Knospbox keine Knospe machen. Dann brauchen wir eine Knosp-Erschaffungsstation. Schätze ich mal. Vielleicht finden wir ja eine. Leute aus der ganzen Welt schauen bei der Superwettbewerbsshow zu. Was, wenn die ganze Welt meinem Charme verfällt? Was soll ich dann nur tun? Aufpassen, dass du nicht auf Instagram gestalkt wirst, wäre vielleicht der erste Schritt. Unsere Superwettbewerbsshow und der Platz der Treue locken viele Besucher an. Deshalb müssen wir unser Bestes geben, um die Stadt schön zu halten. Ja, so ein schönes Städtchen ist schöner als ein hässliches Städtchen. Nehme ich mal an. Es ist ein automatischer Fahrstuhl. Okay. Aufregend. Hier, diese Muschelglocke kannst du einem Pokémon zum Tragen geben, wenn du magst. Okay, danke. So viele Geschenke heute, was ist da los? Wenn ein Pokémon diese Muschelglocke trägt, erhält es durch Schaden, den es anderen zufügt, ein paar KP zurück. Ich habe sie in den Ferien geschenkt bekommen, hatte aber schon ein Exemplar. Ja, du hast doch mehr als ein Pokémon, das ist doch voll gut. Wieso verschenkst du das? Das geben wir mal Dash. In der Stadt gibt es Wettbewerbe? Was? Nein! Echt? Mensch. Ist ja der Wahnsinn. Aua. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, in welche Tasche wir das gestoppt haben. Hier.
Und der Spiritkern? Ein wichtiges Item, mit dem ein Steinturm repariert werden kann. Manchmal erklingen Stimmen aus seinem Inneren. Okay. Aber erstmal gibt's für dich die Moschee-Glocke. Und auch noch einen Honig. Ich meine, während wir die Stadt erkunden und eh zu Fuß unterwegs sind, können wir auch nebenbei das Ei ausbrüten. Dachte ich mir so. Aber guck mal, wie dekadent die wohnt. Einfach ein Fahrstuhl ins Apartment. Das ist eine richtig reiche Lady. Deswegen kann die auch einfach so eine Muschelglocke verschenken. Wenn ich mein Baby im Wagen spazieren fahre, sehe ich die Stadt mit anderen Augen. Achte dann viel mehr auf Treppen und Schlaglöcher. Als ob sie Schlaglöcher geben würde. Ach, guck mal, da ist die Arena. 30 Jahre lang habe ich vollkommen allein in den Bergen gelebt. Dabei ist mir die Idee zu einem Tanz gekommen, mit dem ich die Superwettbewerbsshow gewinnen werde. Okay. Brennt aus dem Fenster springen. Hey, na? Ja, ach, so hoch war es ja nicht. Es ist sehr unpraktisch, dass A irgendwie auch auf den Z-Knöpfen liegt. Ich stoß immer mit dem Knie dagegen. Die Arena-Infos, voll der Scam. Wieso? Na, sowas, du bist dein Trainer? Das heißt, dass du für deine Pokémon eine Art Elternersatz bist. Du weißt ja bestimmt, dass man viel Neues entdeckt, wenn man mit Pokémon unterwegs ist. Du kannst viel von ihnen lernen, so wie Eltern von ihren Kindern. Du meinst, ich kann dann auch Donner einsetzen? Cool. Ich find's immer noch weird, dass nur Pikachu so eine besondere Stimme hat. Pikachu. Die anderen sagen auch ihre Namen, aber halt, weißt du, Pikachu ist irgendwie besonders. Wenn ich einmal erwachsen bin, will ich Pokémon-Koordinatorin werden. Okay, was auch immer die machen. Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich das Pokémon einfach daneben und hält ein Nickerchen. Aber sollte das Pokémon nicht lieber auf das Baby aufpassen? Wenn ich mal groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Okay. Oh wow, du bist ein echter Pokémon-Trainer. Wenn man Pokémon um sich hat, ist man für sie verantwortlich. Aber man hat auch viel Spaß und Freude mit ihnen. Ja, das ist wie mit Haustieren. Ja, das habe ich auch nie verstanden, Ari. Wieso Pokémon beliebter sind als Digimon, mit denen du tatsächlich eine Konversation haben kannst. Weil mit... Also Ash ist ja so Dr. Doolittle-mäßig unterwegs, aber so im Prinzip machen die ja nur Pikachu oder Plinfa oder so. Und mit Digimon kannst halt reden. Hab's nie verstanden. Nee, habe ich tatsächlich nicht. So nur habe ich im Anime nicht gesehen. Wieso? Bitte klären Sie mich auf. Pokémon-Koordinatoren bestreiten Wettbewerbe, um ein Star zu sein. Ach so. Ja, das macht Sinn. Irgendwie. Ja, doch. Meine Schwestern stehen immer im Mittelpunkt. Für mich interessiert sich keiner. Oh Gott, willst du mir sagen, das ist alles eine Familie hier? Dann war die Mutti aber fleißig. Gibt's auch einen Papi dazu? Da ist die Omi. Das ist ein wildes Haus. Es ist so praktisch, keine Treppen im Haus zu haben. Wirklich viel angenehmer, sag ich dir. Naja, man könnte doch eine Rolltreppe einbauen, dann könnte man die auch noch benutzen, wenn sie nicht mehr funktioniert. Weil ja nur. Außerdem können sich die kleinen Pokémon ohne Treppen deutlich freier bewegen. Ich meine, ja, mit einem Rollator nützt dir das wahrscheinlich auch nicht mehr so viel, aber trotzdem. Ich bin Team Rolltreppe.
Eine Welt, in der Menschen Mitgefühl zeigen und füreinander da sind. Das wünsche ich mir. Wünschen wir uns das nicht alle? Ja, auch DNS-Digitation, das war so gut. Das war so gut. Ich muss ja auch immer noch sagen, ich mag Digimon an sich mehr als Pokémon. Aber Digimon ist auch sehr in Ungnade bei mir gefallen in den letzten Jahren. Leider Gott. Wir haben viele doofe Entscheidungen getroffen, muss man leider mal sagen. Meine Enkel wollen alle ein eigenes Pokémon. Das wird sicher nicht einfach werden, aber so kommt wenigstens Stimmung in die Bude. Okay, Papa ist wahrscheinlich arbeiten, um die ganzen Mäuler da unten zu stopfen, aber holy shit, Mann, wenn das eine Familie ist, uff. Herzhofen sei kinderfreundlich, sagt man. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn in Herzhofen ist man nicht nur zu Kindern, sondern auch zu Erwachsenen und Pokémon nett. Bei dem Namen? Tun Sie das? Ich habe Kizuna noch nicht gesehen. Das, vielleicht möchte ich das jetzt auch nicht mehr. Uff. Arena-Leiterin Lamina. Lamina? Lala Lulu? Ich weiß nicht. Die betörende Tänzerin. Okay. Ich dachte, sie ist Kämpferin. Ich habe die TM-Stärke im Turm der Ruhenden erhalten. Dieser befindet sich auf Route 209 auf dem Weg nach Trostu. Oh nein, ist das ein Lavandia-Turm? Dafür brauchen wir bestimmt den Stein. Platz der Treue Osttor. Gehe mit deinen Pokémon spazieren. Oh, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Das Poller? Ich war gerade wie in Animal Crossing die Kamera verstellen, aber es geht natürlich nicht. Schade. Das habe ich irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Das wäre ja total doof. Das würde ja auch Zero Two einfach redcornen. Ey, warte mal, ist das nicht Lana? Hallihallo. Ah, dich kenne ich doch. Aber woher noch gleich? Ach, ich hab's. Du bist doch damals hier der Typ aus Jubelstadt und so, ne? Weißt du noch? Nach diesem Vorfall habe ich allerlei Nachforschungen über dich angestellt. Dabei habe ich doch glatt herausgefunden, dass du mit dem berühmten Professor Albe zu tun hast. Außerdem sollst du mühelos einen Arena-Orden nach dem anderen eingesackt haben. Naja, mühelos würde ich es nicht nennen, aber... Ich sag dir, mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Ach, sorry, ich plapper mal wieder wie ein Wasserfall. Ich bin Lala, erinnerst du dich? Ich habe dir damals die Ballkapseln gegeben. Aber eigentlich bin ich die Systemadministratorin der Boxen, die du am PC nutzen kannst. So wie Bill in Kanto, nur halt in Sinnoh. Frauenpower, yay! Das ursprüngliche Lagerungssystem wurde von meinem Kumpel Bill entwickelt, aber ich habe es dann nach meinem Gutdünken weiter verbessert. Hey, wo du schon in Herzhofen bist, könntest du ja auch bei dieser super Wettbewerbsshow vorbeischauen. Und vergiss nicht fleißig deine Sticker zu nutzen. Ja, Wettbewerb, ich hab's ja verstanden. Nicht mal in Ruhe touristieren darf man mehr. Es gibt so viele Sticker, die man auf Ballkapseln kleben kann. Wie soll ich mich da nur entscheiden? Weiß ich auch nicht. Keine hässlichen draufkleben. Ja, vor allen Dingen haben sie das Zero Two Ende ja jetzt schon ungefähr 5-mal geredconnt. An das Tamers Ende erinnere ich mich ehrlich gesagt leider nicht mehr. Wie ging das nochmal aus? Der Sinn meines Lebens besteht darin, in meiner Geheimbasis in den Untergrundhöhlen eine Statue an die nächste zu reihen. Wir haben auch immer noch keine Geheimbasis, ne? Nach meiner Hochzeit möchte ich gerne in Herzhofen leben, aber mein Freund will nach Schleierde ziehen, allein wegen des Einkaufszentrums dort. Eine Frau, die nicht shoppen gehen will? Verdächtig. Als ich mit meinem Pachirisu auf dem Platz der Treue spazieren war, habe ich einen niedlichen Sticker gefunden. Den werde ich an Pachirisus Ballkapsel anbringen. Meinst du, dass es dadurch noch anmutiger wird? Jetzt hatte ich kurz Angst, er will es auf das Pokémon kleben. Ja, ich meine, die sind halt alle sehr im Hype wegen den Wettbewerben. Das verstehe ich ja irgendwie auch, aber ich muss doch erstmal hier alles anfassen. Der Kinderwagen fühlt sich von Tag zu Tag schwerer an, wie schnell die Zeit verfliegt. Vielleicht einfach mal wieder dem Kind die Windeln wechseln? Könnte helfen.
mit welchem Pokémon sich mein Kind wohl zuerst anfreunden wird? Haben wir hier schon drin? Die Knurrsbrei, da waren wir noch nicht drin. Alter. Die Reaper und die Digimon mussten in die Digi-Welt zurückgeschickt werden, aber Takato findet in Gilmons altem Versteck noch ein offenes Digitor. Ach ja, stimmt. Stimmt. Gilmon ja eh so ein wildes Ding, wie Takato das einfach into existence gewillt hat. Ich zeig dir das, ich will das haben, existiere. Und Gilmon so, okay. Hast du zufällig ein paar Beeren mit dabei? Für gute Knuspe brauchst du seltene Beeren. Pass auf, dass du nichts verschüttest. Je geübter du bist, desto leckerer werden die Knuspe. Oh, Knuspe habe ich früher ja hundertelang gemacht. Stundenlang mindestens. Gute Ernährung gibt Energie und macht froh. Das gilt für Mensch und Pokémon gleichermaßen. So sieht's wohl aus. Hey, die kennen wir doch. Hey du, lass uns gemeinsam den Kochlöffel schwingen. Ich erkläre dir gerne, wie du leckere Knuspe für deine Pokémon zubereitest. Zu Beginn musst du den noch flüssigen Teig vorsichtig umrühren, damit er nicht überkocht. Rühre kräftiger mit kreisenden Bewegungen, sobald der Teig etwas fester wird. Zu guter Letzt wünschst du dir noch, dass der Knusp so richtig lecker wird und rührst, was das Zeug hält. Ey, ich habe Cooking Mama Cookstar gespielt. Ich krieg das hin. Ich habe das Gefühl, du wirst nicht mehr so viele machen. Oh nein, es ist kacke geworden. Hallo. Hier kannst du durch das Kochen von Beeren Knuspe zubereiten. Okay. Lass das doch mal machen. Wir fangen mal vorsichtig an, bis ich weiß, wie das hier funktioniert. Okay, soweit so gut. Ich rühre. Jetzt andersrum. Was hast du nicht erwartet, was ist passiert? Ah. Das ist aber sehr garstiger Teig. Ist das irgendwie größer oder bilde ich mir das ein? Ah, ich kann nicht. Doch, das breitet sich doch aus. Ich sehe das doch. Ich habe jetzt auch die Handfläche genommen. Mit dem Daumen alleine kriege ich das hier nicht hin. Uff. Zwei schlechte Knuspe, Level 2. Wow, nicht mal die Mama ist so hart. Warte, was? Die schneiden sich Finger ab? What the fuck? Sehe schon, Ari will auch ein Digimon haben. Dreimal angebrannt. Hey, aber wenigstens ist es nicht übergekocht. Ich meine, du legst das Gebäck in die Knuspebox. Möchtest du weitere Knuspe kochen? Einmal noch. Einen Knusp versuche ich noch. Jetzt drehe ich einfach gleich mit der Handfläche. Aber kann schon nicht ganz mit der Mama mithalten, oder? Wenn zu schnell darf ich ja auch nicht rühren. Dann müssen die sich auch einfach mal einig werden. Kann ja nicht hell sehen. Muss ja erst anhalten und dann in die andere Richtung drehen. Ich bekomme langsam ein Gefühl dafür, wann ungefähr der Wechsel passiert. Aber trotzdem. Nein! Warum? Ich habe so schnell, wie es ging, in die andere Richtung gelenkt. Alles Lügen hier. Alles Lügen! Knuspe sind scheiße jetzt. Macht überhaupt keinen Spaß.
Die mobben nur rum, ey. Aber immerhin ist es jetzt auch tatsächlich was geworden. Ich glaube, das ist wie mit dem Hogwarts-Letter. Wir warten alle darauf, dass er kommt, aber Chancen stehen nicht so gut. Hey, aber immerhin habe ich einen Knusp gemacht. Jetzt tut meine Hand weh. Ich schau einfach vorbei, wenn du wieder in Kochlaune bist. Ich glaube, ich spiele lieber Cooking Mama. Aber auf dem DS war das voll cool. Ich habe das als mega witzig in Erinnerung. Als ich einen Wasserstein auf mein Pokémon angewendet habe, hat es sich entwickelt. Ja, ich habe aber keinen. Was ist das hier für eine fancy Kirche? War die immer schon hier? Reichen Menschen und Pokémon einander die Hände, sind alle glücklich. Bitte nicht eure Pokémon heiraten. Bitte nicht. Es bringt uns näher zusammen, denn wir leben schließlich alle in ein und derselben Welt. Okay, aber trotzdem heiratet nicht eure Pokémon, okay? Egal ob Mensch oder Pokémon, es ist völlig normal, dass wir alle verschieden sind. Beurteile ein Pokémon deshalb nie nur nach seiner Stärke, sondern suche auch nach seinen inneren Werten. Sie sind das, was wirklich zählt. Ja gut, dass alle meine Pokémon immer hungrig sind. Es gibt Wörter, die zwar ein jeder leichtfertig in den Mund nimmt, deren Bedeutung jedoch nur die wenigsten zu erklären vermögen. Diese lauten Liebe und Freude. Alter, was ist das hier für eine Kirche? Was ist los hier mit den Leuten? Einsamkeit ist ein ganz natürliches Gefühl, das es uns erlaubt, Mitgefühl zu empfinden und auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Gleichzeitig ist das Leben selbst die beste Medizin gegen eben diese Einsamkeit und jeden Verdruss. Und natürlich auch die Zeit, denn diese heilt bekanntlich alle Wunden. Ist sie jetzt nicht mehr Musik? Ist es voll creepy? Dann entpuppt sich Les auch noch als Furry? Was ist hier los? Es ist schon ein wundersamer Kreislauf. Schöpferische Arbeit ermüdet den menschlichen Geist und laugt ihn aus. Doch kaum, dass dieser sich erquickt hat, kommt erneut der Wunsch auf, etwas Kreatives zu erschaffen. Diese Kirche ist irgendwie... Ist das hier so eine Sekte? So eine Sinnoh-Sekte? Erzähl mal. Erzähl mal Indiana Jones. Hier finde ich die Ruhe, um über meinen Vater und meinen Sohn sowie das Leben allgemein nachzusinnen. Ach, deshalb heißt das hier Sinnoh, weil die hier so nachsinnen, ich verstehe. Die Pokémon und ich, sowie die Welt, in der wir leben, sind wiederum Teil der Natur um uns herum. Okay, Dude. Okay. Nun, ich glaube, dann haben wir alles Sehenswerte gesehen. Oder, also natürlich die Arena noch und die Dings-Arena. Aber ich glaube, zuerst machen wir gleich einen Spaziergang im Park. Es heißt, hinter diesem Tor befinde sich ein wahres Paradies, wo zahlreiche Pokémon ganz nach Lust und Laune herumtollen können. Aber bevor wir uns das ansehen, muss ich mich erst von diesem Drogentrip erholen. Und ich brauche Schokolade, glaube ich. Darauf eine Schokolade. Bin sofort wieder da und dann gehen wir erstmal mit Pokémon spazieren. Und dann Wettbewerb und dann Arena oder andersrum, ich weiß noch nicht. Schauen wir mal. Bis gleich!